Hallo und herzlich willkommen hier bei Modellbahnunion. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute haben wir wieder einiges für euch vorbereitet, wie man unschwer vor mir erkennen kann, nämlich die neuen N-Wagen der Firma ESO bzw. Firma Pullmann. Sie sind endlich jetzt komplett erschienen. Die Steuerwagen haben ja ein wenig auf sich warten lassen, aber nun ist es endlich komplett, das Set. Und beide Sets möchten wir euch heute vorstellen. Einmal die Silberlinge der Epoche 3 und einmal die N-Wagen in Verkehrsrot. Viel gibt es zu erzählen. Das Video teilt sich wieder auf und zwar wird gleich ein wenig über das Vorbild kommen, da aber nur sehr wenig, denn ich habe ja schon alles eigentlich über die Geschichte der N-Wagen erzählt und zwar in der Vorstellung des Rocco-Steuerwagens des Wittenberger Kopfes und deswegen konzentrieren wir uns jetzt hier mehr auf die nächste Rubrik, nämlich das Modell, denn ESO bzw. Pullmann hat sich wieder sehr viel einfallen lassen, was in den Wagen steckt. Das werden wir uns im genaueren gleich anschauen. Und deswegen wird es hier in diesem Video mehr halt vom Modell zu sehen und zu erleben geben als vom Original. Und ganz zum Schluss natürlich wie immer mein Schlusswort zu dem Ganzen und dann soll es das auch schon gewesen sein. Jetzt lasst uns aber loslegen. Wir starten mit dem Vorbild. Zwischen 1959 und 1977 beschaffte die Deutsche Bundesbahn ca. 4.800 Wagen dieser Gattung für die Modernisierung des Nahverkehrs und natürlich auch einiger Schnellzüge. Es gab damals drei Grundrissformen und zwar einmal Steuerwagen, einmal Mittelwagen, erste Klasse, zweite Klasse und einmal Mittelwagen, reine zweite Klasse. Das Ganze hatte sich damals so zugetragen, dass man auch geschaut hat, dass man das Gewicht niedrig hält. Und deswegen kam es zum ersten großen Spitznamen Silberling. Wie man hier vor mir schon sehen kann, unsere Wagen der Epoche 3 rein Silber. Und das kam damals daher, da man sich gedacht hat, wenn man die Farbe weglässt, spart man Gewicht. Und das waren damals gut 2 Tonnen, die dann im Prinzip weniger auf den Drehgestellen waren und dann sozusagen mehr an Gewicht Fahrgäste natürlich aufnehmen konnten. Man hat damals die Farbe dann dementsprechend weggelassen und es kam dieser wirklich sehr originelle Zustand der Wagen zutage, dass man im Prinzip hier oben silbernes Blech und auch silberne Seitenwände gehabt hat und das hatte auch eine ganz bestimmte Musterung. Die Steuerwagen selbst waren damals relativ spartanisch eingerichtet. Es waren sogenannte Hasenkäfige oder Hasenkasten auch genannt, weil man, das sieht man hier vorne auch im Modell sehr gut, weil man einfach den Übergang zwischen den Wagen beibehalten wollte, hat man den Lokführer einfach neben dem Durchgang gesetzt und das war dann wie gesagt eine sehr kleine Kammer, wo der Lokführer drin gekauert hat. Es war auch im Winter schlecht beheizt, also es war wirklich teilweise eine Zumutung für die Lokführer. Dementsprechend hat man sich dann überlegt, da muss was Moderneres her, da muss was Besseres her. Dann kam sozusagen zuerst der Karlsruher Kopf, den wir jetzt hier nicht haben und dann nachher eine weitere Entwicklung kam dann der Wittenberger Kopf, den wir hier ganz links sehen und das war dann sozusagen nachher dann halt auch die Endfassung der Steuerwagen, sprich der Modernisierung. Die Mittelwagen haben natürlich auch einige Modernisierungsmaßnahmen miterlebt. Das fängt an bei der Farbe, die natürlich sämtliche Farbvarianten durchgelebt haben, angefangen vom Silbernen, dann über Kieselgrau, Orange, die Citybahn, dann die Mintgrüne und jetzt schlussendlich dann halt auch die verkehrsrote Farbe, wo man auch immer noch sagen muss, dass einige oder beziehungsweise diverse N-Wagen in Deutschland noch bei der Deutschen Bahn in Betrieb sind. Im Innenraum gab es natürlich auch einige Unterschiede, was auch die Polsterung angeht. Man hatte das normale damals grüne Design, jetzt mittlerweile hat man eigentlich alle N-Wagen modernisiert auf das neue DBN-Design, das DB Modern und das ist im Prinzip angeglichen an sämtliche andere Züge. Umbauten gab es natürlich auch eine ganze Menge. Lazarettwagen gab es zum Beispiel, wo man damals zu Kriegszeiten für gewappnet sein wollte, wenn es zum Beispiel an der Grenze oder irgendwo im Land zu einer Katastrophe kam, dass man diese Wagen relativ schnell zu Lazarettwagen umbauen konnte. Dann hat man sich natürlich auch gedacht, im Nahverkehr, was kann man machen für die Fahrgäste, um es denen zu bequemer zu machen. Man hat Kaffeeküchen reingebaut, man hat kleine Cafés reingebaut, man hat mit der Citybahn hier bei uns im Bereich Köln-Gummersbach auch etwas ganz was Neues gewagt, nämlich eine ganz neue Art von Zug auf die Gleise gestellt, wo dann natürlich auch das gesamte Innendesign dementsprechend auch angepasst wurde.
Ihr seht es, es ist wirklich sehr umfangreich, diese gesamte Geschichte der N-Wagen. Das soll es im Prinzip auch erstmal gewesen sein, denn wie eben schon gesagt, wir wollen uns jetzt hier auf das Modell konzentrieren und da gehen wir jetzt sofort hin. Los geht es also mit dem Modell in 1 zu 87. Wie unschwer vor mir zu erkennen, gibt es zwei unterschiedliche Ausführungen. Einmal Epoche 3 Silberlinge und einmal Epoche 6 N-Wagen in Verkehrsrot. Ich sage bewusst nicht Rotlinge, ich finde den Begriff furchtbar. Deswegen N-Wagen in Verkehrsrot in der aktuellen Epoche 6. Woraus bestehen die Sets? Sets kann man eigentlich nicht sagen, weil jeder Wagen ist einzeln erhältlich. Das heißt, man kann theoretisch sich einen 10-teiligen N-Wagen-Park machen und man ist da jetzt nicht irgendwie gezwungen, irgendeine Vorgabe an Sets zu kaufen. Jeder Wagen ist einzeln zu bekommen. Die einzelnen Artikelnummern haben wir ebenfalls mit zu den Wagen gestellt. Das Silberling-Set bzw. Silberling-Paket besteht aus zwei Zweite-Klasse-Wagen, einem erste, zweite Klasse Wagen und einem Steuerwagen, dem sogenannten Hasenkasten. Der Hasenkasten befindet sich vorne drin, das ist der Führerstand. Es ist ein Übergang vorne, wo man sozusagen theoretischerweise noch einen weiteren Wagen dranhängen kann und es ist ein Gepäckteil direkt hinter dem Hasenkasten. Die N-Wagen in Verkehrsrot bestehen ähnlich, nämlich einmal Steuerwagen, Wittenberger Kopf, einmal erste, zweite Klasse Wagen und jeweils zwei Zweite-Klasse-Wagen, zwei Zweite-Klasse-Wagen, damit man eine vierteilige Garnitur hat und natürlich mit unterschiedlichen Betriebsnummern. Denn es ist jeder Wagen mit einer einzelnen Betriebsnummer versehen. Wenn man natürlich jetzt hingeht und holt sich mehrere, hat man natürlich dann irgendwo natürlich dann das Problem, dass eine Wagennummer doppelt erscheint. Aber ich denke mal, eine vierteilige Garnitur reicht da vollkommen. Schauen wir uns die einzelnen Details dieser Wagen einmal genauer an, denn da gibt es sehr viel zu erzählen. Wir haben einen mehrfarbigen Innenraum. Wir haben separat eingesetzte Sitzbänke. Der Steuerwagen mit separat schaltbarem Stirn, Führerstand, Gepäckraum und Fahrgastraumlicht. Fernlicht beim Wittenberger Steuerwagen. Gefederte Faltenbälge. Freistehende Griffstangen. Die Trittstufen an den Wagenenden und an den Einstiegen als durchbrochene Ätzteile, die Nachbildung der Wellenradscheiben bei den silbernen und die Nachbildung der glatten Scheibenräder bei den verkehrsroten Wagen. Wir haben mehrteilige Drehgestelle mit Nachbildung der Klotz- oder Scheibenbremsanlage. Wir haben Achslagerbleche und Halbachsen für reibungsfreie 8-Punkt-Stromabnahme. Eine einfache Nachrüstung der Sitzwagen mit einer ESO-Innenbeleuchtung. Wobei man da unterscheiden muss, einmal einer analogen Leiste und einer digitalen Leiste, dazu aber später mehr. Wir haben eine beiliegende Bügelkupplung in kulissengeführtem Normschacht. Wir haben die Möglichkeit, auch die Wagen AC fahren zu lassen, also sprich Wechselstrom. Da haben wir einen AC-Radsatz mit einer Artikelnummer 41200. Und wir haben einen befahrbaren Mindestradius von 360 mm, bei Rocco ist das der R2. Und die Länge über Puffer vorbildgerecht in 1 zu 87 von 303 mm. Neben diesen vielen Besonderheiten gibt es natürlich auch noch einige andere Punkte, die wichtig sind zu erklären. Und zwar, wie gerade eben schon gesagt, die Fahrzeuge hier sind für den sofortigen Einsatz für DC, also sprich für Gleichstrom. Man kann sie aber auch wechselstrommäßig betreiben, sprich drei Leiter, unsere Märklin-Freunde. Dazu sind allerdings einige Umbauten nötig. Und zwar muss man sich einmal einen AC-Radsatz kaufen. Das ist die Artikelnummer 41200, wie auch gerade eben schon gesagt. Dann muss man natürlich auch bei jedem Wagen, beziehungsweise optional natürlich bei dem Mittelwagen, zwingend muss hier beim Steuerwagen nämlich den beigelieferten Schleifer montieren. Das kennt man vielleicht von den ESO-Loks, da ist das nämlich das gleiche Prinzip. Bei den ESO-Loks sind die Schleifer schon immer mit dran. Da muss man für den Wechselstrom bzw. für den Gleichstrombetrieb einfach nur hingehen, mit diesem Werkzeug den Schleifer demontieren. Das habe ich euch auch schon in einigen Videos gezeigt, wo wir ESO-Loks vorgestellt haben. Das ist im Prinzip dieses Werkzeug, womit man dann hinter den Schleifer greift und den ganzen Schleifer dann abzieht. Hier bei uns ist es natürlich andersrum, wir müssten ihn montieren und zwar haben wir hier eine Klickaufnahme. Hier sieht man sie relativ gut und dazu ist eigentlich nichts weiter nötig, als die Achsen zu tauschen, wie ja eben schon gesagt. Ich drehe den Wagen mal um, zipp,
Und dann hat man hier vorne auch schon direkt die Aufnahme für den Schleifer. Das sind zwei Kunststoffnasen. Da rein kann man den dann klippen. Natürlich vorher dran denken, die Achsen zu tauschen von DC auf AC. Und dann hat man im Inneren dann natürlich auch noch einen Umschalter von DC auf AC. Hier unten, wenn wir den Wagen schon mal hier gerade haben, kann ich auch noch mal ganz kurz darauf eingehen, wie schön das wirklich ist hier. Die Einstiegsbleche sind durchbrochene Ätzteile und vor allen Dingen, was ich auch schön finde, man hat hier unten dran gedacht, die einzelnen Leitungen vom Bremsumsteller, von der Bremse absperren, vom GP-Wechsel etc. etc. oder auch von den ganzen Vorratsluftbehältern oder auch hier vom Bremsgestänge, die einzelnen Leitungen, die sind wirklich einzeln separat aufgesetzt, also es sind wirklich abstehende Teile, was, wie ich finde, sonst es nirgendwo gibt. Natürlich auch hier am Drehgestell die einzelnen Rohre von den Sandkästen, die an die Achsen gehen, sind auch sehr schön detailliert. Also unten sieht der Wagen genauso schön aus wie oben. So, aber drehen wir ihn wieder um. Wir haben hier ESO-typisch im vorderen Bereich, natürlich im Führerstand, so ziemlich alles, was ESO zur Verfügung hat. Wir haben eine Stirnbeleuchtung, eine Zugzielbeleuchtung, wir haben Führerstandslicht, wir haben Führerpultbeleuchtung. Keine Sorge, es folgen nachher einzelne Detailbilder, woran man das dann auch hoffentlich sehr gut erkennt. Und bei der Beleuchtung des Innenraums, der Steuerwagen hat bereits eine Innenraumbeleuchtung montiert, hat man sich entschieden, es getrennt zu schalten. Und zwar kann man einmal hier hinten den Fahrgastraum beleuchten, ab der ersten Tür bis hinten hin zum Faltenbalk. Und hier vorne direkt hinter dem Führerstand das Mehrzweckabteil, das kann man separat ein- und ausschalten. Und das Schöne dabei ist auch, das werden wir auch nachher dann im Video sehen, wenn wir sie fahren lassen, dass wir hier nicht nur einmal ein-aus haben, sondern wir haben halt auch den typischen Neonröhreneffekt, die man ja so ziemlich bei allen N-Wagen halt kennt, dieses Anflackern, das wird hier auch simuliert. Und was auch mitverbaut ist, ist ein Powerpack, das heißt ein Kondensator, der Strom aufnimmt und den dann abgibt, wenn der Wagen sich zum Beispiel ganz kurz auf einem schmutzigen Stück Gleis befindet oder auf einem nicht polarisierten Weichenherzstück oder, so dass es im Prinzip alles flackerfrei bleibt. Im vorderen Bereich haben wir einmal ein Spitzenlicht, 3-Punkt-Spitzenlicht, zwei Schlussleuchten und wir haben hier in der Mitte die Zusatzscheinwerfer. Da haben wir natürlich auch über die Digitaladresse bzw. den Digitalbetrieb die Möglichkeit, das Fernlicht zu nutzen. Bei den Mittelwagen sieht das Ganze ein wenig anders aus. Da brauchen wir natürlich die AC-Achsen, wenn wir hier Licht reinhaben wollen, müssen wir das separat nachrüsten. Die Wagen sind nicht standardmäßig mit einer Innenraumbeleuchtung ausgestattet. Wenn man sie beleuchten möchte, hat man jetzt zwei Möglichkeiten. Und zwar einmal eine Analogleiste unter der Artikelnummer 50700 in der Farbe Warmweiß. Oder wenn man das Ganze auch digital haben möchte, ist es die Artikelnummer 50708, ebenfalls in Warmweiß, also sprich derselben Beleuchtung wie hier vorne der Steuerwagen. Und auf dieser Leiste ist dann natürlich ein Digitaldecoder verbaut. Wir haben Schlussleuchten auf der Leiste direkt mit verbaut. Da kann man zum Beispiel hier hinten die Schlussleuchten dann dementsprechend in Rot beleuchten und dann auch digital schalten. Und was auch natürlich mit drauf ist, ist ein Powerpack mit auf der Lichtleiste, wo man dann, wie eben schon hier am Steuerwagen gehört, dann auf schmutzigen Gleisabschnitten dann flackerfreies Innenlicht hat. Ich habe das hier im Vorfeld schon mal gemacht und zwar habe ich das Dach abgeklipst. Das kann man hier oben unter der roten Dachkante hier praktisch über diesem weißen Streifen und dieser roten Zierleiste hier kann man mit dem Fingernagel reingreifen und dann das Dach, ich sage jetzt mal, relativ einfach abnehmen. Und dann sehen wir den Innenraum. Hier sieht man erst einmal schön, ich kipp den Wagen mal so, dann kann die Kamera ein bisschen näher ran. Da sehen wir zum ersten einmal, dass man dran gedacht hat, dass die erste Klasse anders aussieht als die zweite Klasse, denn wir haben in der ersten Klasse Sitze. Und in der zweiten Klasse Sitzbänke, wie im Original. Schade zwar, dass nicht unterschiedlich koloriert, aber ich denke mal, das Ganze sieht so auch wirklich schon sehr, sehr gut aus. Wir haben in der ersten Klasse einen Seitengang und in der zweiten Klasse einen Mittelgang. Dann, ich stelle ihn mal wieder hin, haben wir, wenn wir die Lichtleiste montieren wollen, hier auch schon vorgefertigte Aufnahmen für die Lichtleiste. Und haben
wo sind sie jetzt? Hier, keine Sorge, ich werde nachher Detailbilder machen und die einfügen. Haben wir hier zwei Nasen, die unten von den Drehgestellen kommen. Das heißt, wenn wir dann die Lichtleiste hier reinlegen und anschließen wollen, brauchen wir nur einmal die beiden Kabel von der Lichtleiste, einmal hier und hier, an die Kontakte anzulöten und das war's. Man ist fertig. Im Gleichstromsegment. Wenn wir jetzt Wechselstromer sind und wir wollen auch die Beleuchtung nachrüsten, kauft man sich dieselbe Leiste, man macht das gleiche, aber dann haben wir natürlich noch den Schleifer, sprich den Mittelleiter. Da gehen wir genauso vor wie jetzt hier am Steuerwagen. Wir installieren an den Mittelwagen den Schleifer und löten hier dran ein Kabel an. Dann muss man leider hingehen und muss hier unten, da wo man den Schleifer montiert, ein Loch in den Innenraum bohren. Dieses Kabel wird dann hochgezogen zu der Lichtleiste und daran wird dann sozusagen der andere Pol angeschlossen. Es ist ein bisschen aufwendiger. Es ist leider auch ein bisschen blöd, wie ich finde, dass man ein so teures, schönes Modell dann aufbohren muss. Aber wie gesagt, es geht leider nicht anders. Der Mittelleiter muss natürlich irgendwie zum Licht kommen und das geht leider nur so. Es ist ungefähr ein 0,6 mm großes Loch, wo dann das Kabel durchgeführt wird, praktisch vom Schleifer zu der Lichtleiste. Die Lichtleiste ist kompatibel mit DC oder AC, sprich mit dem Protokoll DCC oder Motorola. Und da hat man dann relativ wenig Sorgen, aber wie gesagt, die Leitungen müssen nach oben geführt werden, angeschlossen werden. Dann hat man es fertig, man kann den Deckel wieder draufsetzen und man hat die Innenbeleuchtung montiert. Hier bei den zweite Klasse Wagen ist es natürlich ganz genauso. Sie sind genauso aufgebaut, das Dach lässt sich genauso einfach abnehmen und natürlich auch die beiden Kontakte sind auch schon hochgeführt, dass man die nur noch anschließen muss. Bei den Silberlingen ist es exakt genauso. Bei den Silberlingen muss ich allerdings noch was dazu sagen. Und zwar, ich nehme jetzt mir ein exemplarisch mal hier so hoch. Da hat man natürlich epochenmäßig dran gedacht. Und zwar hat man hier Vorhänge an den Fenstern noch montiert, was wir bei den verkehrsroten Wagen natürlich nicht haben. In der aktuellen Epoche sind keine Vorhänge mehr an den Fenstern dran. Aber hier damals gab es Vorhänge, die hat man hier auch sehr, sehr schön nachgefunden, wie ich finde. Und natürlich, ich weiß es jetzt nicht, ich komme jetzt gerade mal rum, hier genau, da hat man natürlich auch dran gedacht, wo ich meinen Finger gerade habe. Epoche 3 typisch, natürlich die gesamte Bezeichnung der Wagen, die stand bei der Epoche 3 hier immer untereinander und, sage ich jetzt mal, oben an der Dachkante. Wenn man hier drüber fühlt mit der Hand, merkt man auch, dass es keine glatte Oberfläche ist, sondern dass sie wirklich richtig geribbelt ist, so wie die Silberlinge damals auch. Das finde ich hat ESO auch sehr gut getroffen und natürlich, wenn wir jetzt den Wagen uns so anschauen, dann hier unten auch einmal, es ist mehrfarbig, es ist nicht einfach nur schwarz-weiß. Sehen wir hier in Gelb den Lastwechsel oder zum Beispiel in Weiß-Rot den sogenannten Schlaufengriff, wo man die Bremse dieses Wagen abstellen kann. Hier beim Einstieg, da habe ich ja eben auch schon gesagt, die Ätzteile, die sind wirklich auch sehr gut gelungen. Ich kippe ihn mal so leicht, dann sieht man es hoffentlich vielleicht besser. Da ist es wirklich, dass die wunderschön durchbrochen sind und das macht ein sehr harmonisches Bild. So, stellen wir ihn wieder hin. Die Kupplungen, die jetzt hier drauf sind, die habe ich jetzt auf den Wagen montiert. Es sind leider keine Kurzkupplungen mit beigeliefert, sondern nur normale Bügelkupplungen und macht dem Ganzen aber keinen Abriss, denn die Wagen sind kurzkupplungsfähig, sie haben eine Kurzkupplungskinematik, dementsprechend kein Problem mit Rocco-Kurzkupplung oder Fleischmann-Kurzkupplung. Zu den Tritten selber muss ich auch noch was sagen, das hat ESO auch sehr schön gemacht, und zwar diese Rangiertritte, die jeweils immer an den Enden auf den Ecken sind, hat man hier unten den Tritt und hier oben den Rangiergriff. Erstens, der Griff ist freistehend, auch sehr stabil. Das heißt, wenn man da tatsächlich mal das Dach abnimmt und man drückt da aus Versehen drauf, sie brechen nicht sofort, sie sind wirklich stabil. Und hier unten die Tritte, die sind auch sehr stabil. Das heißt, wenn man da auch aus Versehen mal hinfasst, die Tritte verbiegen nicht direkt. Und es sind natürlich auch wieder Ätzteile. Verlieren wir noch ein kurzes Wort über die einzelnen beiden Steuerwagen, die wir jetzt hier haben. Wir haben einmal jetzt hier ja den aktuellen Wittenberger Kopf. Den habe ich euch ja gerade eben schon vorgestellt. Gehen wir ein wenig auf den Hasenkasten, den sogenannten Hasenkasten. Da hat ESO auch wieder sehr gute Arbeit geleistet, denn wir haben Führerstandsbeleuchtung, das heißt dieser kleine Kasten da vorne, da ist wirklich Beleuchtung drin und wir haben auch eine Pultbeleuchtung. Einmal beim Wittenberger Kopf wie auch beim Hasenkasten haben wir eine Pultbeleuchtung. Und da kenne ich nur die Firma ESO, die wirklich eine Pultbeleuchtung macht, die auch wirklich
erkennbar ist. Gerade auch beim Wittenberger Kopf mit großen Displays, die wir ja vorne im Führerstand haben, kommt das wirklich sehr, sehr gut rüber, wenn der Zug an einem vorbeifährt und da beleuchtete Armaturen zu sehen sind. Das ist wirklich sehr schön gelungen. Beim Spitzenlicht haben wir hier nur 3 weiße und 2 rote. Wir haben hier kein Fernlicht, aber das sieht beim Hasenkasten, glaube ich, auch komisch aus, wenn wir da auf einmal Fernlicht geben können. Es hat nie Fernlicht an diesen Hasenkasten gegeben. Auch hier das Licht ist wieder separat schaltbar. Einmal im Fahrgastraum von der ersten Tür bis hinten zum Faltenbalk und vorne der Gepäckraum direkt hinter dem Führerstand ist auch separat ansteuerbar. Ja, dann würde ich sagen, haben wir sehr viel gesprochen in der Theorie. Jetzt würde ich sagen, geht es in die Praxis. Wir schauen uns die Wagen mal an, wie es aussieht, wenn sie rollen. Und vor allen Dingen schauen wir uns die einzelnen Lichtfunktionen der Steuerwagen an. Info noch, es sind nur die beiden Steuerwagen von Hause aus beleuchtet. Die Mittelwagen sind nicht beleuchtet. Die sind aber, wie ja eben gesagt, relativ einfach manuell nachrüstbar. So, und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns das Ganze in der freien Wildbahn an.
So, da sind wir angekommen am Schluss unseres Videos. Mein Schlusswort natürlich wie immer ganz am Ende. Was kann man sagen zu diesen Wagen? Es ist ein wunderschönes Set, was man sich zusammenstellen kann. Es ist eine vierteilige Garnitur, so wie sie damals auch wirklich bei der Deutschen Bundesbahn unterwegs war, in Silber und natürlich heute auch in Verkehrsrot. Man hat die Möglichkeit, sich das ganze Viererset zu erweitern, dann zwar mit doppelten Betriebsnummern, aber ich denke mal, das tut dem Ganzen keinen Abriss. Wenn man halt eine längere Garnitur als vier Wagen haben möchte, kann man das relativ einfach machen. Alle sind separat erhältlich. Die Funktionen der Steuerwagen sind wirklich bis ins letzte Detail hervorragend gelungen. Der ganze Steuerwagen macht einen sehr robusten Eindruck, auch die ganzen Anbauteile sind sehr stabil. Alles in allem ist es wirklich sehr zu empfehlen und ich muss sagen, ich werde es mir auf jeden Fall auf die Anlage stellen. Ich hoffe, euch hat es auch ein wenig gefallen. Wenn jetzt noch Fragen eurerseits offen sein sollten, könnt ihr die natürlich gerne direkt unten in die Kommentare schreiben oder auch eine E-Mail an uns schreiben. Alle wichtigen Links dazu unten in der Videobeschreibung. Und ganz wichtig natürlich auch noch, falls ihr die Wagen jetzt haben wollt, einfach auf unsere Homepage gehen, in den Webshop und sofort bestellen. Denn bis 16 Uhr bestellte Ware wird noch am selben Tag versendet. Ja, Freunde, und dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier Schluss. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und dann schauen wir mal, was es dann so Neues zu entdecken gibt. Macht es gut, bis zum nächsten Mal und tschüss.